Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner live und bei mir zu Gast ist jetzt der neue FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Grüß Gott, Herr Schnedlitz. Grüß Gott. Sie wurden gestern Abend von der FPÖ-Parteileitung offiziell auch zum Generalsekretär gekürt. Davor waren Sie ja schon längere Zeit designierter Generalsekretär. Man muss sagen, Sie übernehmen diesen Posten ja nicht unbedingt zur angenehmsten Zeit von Ihren beiden Vorgängern Harald Wilimski und Christian Hafenecker. Die FPÖ eilt von einer Wahlniederlage zur nächsten, zuletzt das Minus im Burgenland, einstellig, ein Drittel der Wählerstimmen verloren. Das ist eigentlich ein Schleudersitz, auf den Sie sich da jetzt setzen. Ich sehe es nicht als Schleudersitz, auf den ich mich setze, aber ich bin angetreten in dieser schwierigen Phase ganz bewusst, um mittelfristig eine Trendwende wirklich auch herbeizuführen und wirklich wieder dazu zu gewinnen, auch bei Wahlen. Wir haben das Problem, wir sehen uns zurzeit, und so ehrlich muss man sein, einem Zerrbild gegenüber, ausgelöst durch die Ibiza-Clique, von der wir uns klar getrennt haben. Und jetzt gilt es, das Vertrauen nachhaltig wieder aufzubauen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber es ist wichtig, durch harte Arbeit und wirklich durch Augenhöhe mit den Menschen in dem Land das Vertrauen wieder zu gewinnen und dann auch bei Wahlen wieder zu steigen und Zuwächse zu verzeichnen. Aber glauben Sie, dass das in naher Zukunft überhaupt möglich ist? Sie haben jetzt gesagt, 5 Wahlniederlagen in Folge, jetzt kommt als nächstes die Wien-Wahl, da schaut es auch nicht unbedingt rosig aus, da wird es einen Gegenkandidaten aller Voraussicht nach HC Strache geben, der auch ordentlich mitmarschen wird. Bei Ihnen, also auch dort, steht Ihnen eine krachende Wahlniederlage bevor. Also ich würde nicht sagen, dass uns jetzt eine krachende Wahlniederlage in Wien bevorsteht. Es wird aber einige Zeit dauern. Also morgen ist das Vertrauen nicht zurückgewonnen. Das müssen wir wirklich stemmen. Dieser Weg wird steinig. Und ich bin aber guter Dinge und optimistisch, dass die FPÖ wieder Zugewinne verzeichnen wird. Das ist ganz einfach. Nach dem Linksruck in unserer Republik wird die Bevölkerung auch spüren, dass sie wieder eine starke freiheitliche Kraft braucht, damit sie wirklich einen starken Partner an ihrer Seite hat, die Probleme angreift in dem Land, weil viele Probleme werden jetzt durch die linke Bundesregierung definitiv nicht gelöst werden. Sicherheitsbereich, Sozialbereich und wenn es darum geht, Fairness in diesem Land sicherzustellen. Jetzt gibt es eine aktuelle Umfrage, wir haben die heute auch auf OE24TV veröffentlicht, da liegt die FPÖ überhaupt nur noch bei 11%, fast schon gleich auf mit den Neos, die bei 10% liegen. Sie sind ja eigentlich eine Kleinstpartei mittlerweile. Wir sind keine Kleinstpartei, wir haben, bin ich überzeugt, eine große Schicht an Kernwähler. Aber der Wähler geht zurzeit nicht zur Wahl, weil er das Vertrauen, und so ehrlich muss man sein, verloren hat. Das haben sich aber unsere über 60.000 Funktionäre nicht verdient. Das hat sich die FPÖ nicht verdient und auch unsere Wähler nicht verdient, was hier passiert ist. Nämlich nicht, dass die FPÖ das verursacht hat und den Vertrauensverlust losgetreten hat, sondern eine kleine Clique, lassen Sie mich Ibiza-Clique nennen oder wie es die Neos nennen, weil Sie gerade die Neos ansprechen, die Neigungsgruppe Korruption. Von denen haben wir uns ganz klar getrennt, aber jetzt gilt es auch wieder durch harte Arbeit Fuß zu fassen. Das geht nicht durch Schmähs, das geht nicht durch Placebos, das geht wirklich nur durch Ärmel aufkrempeln und harte Arbeit. Der HC Strache, den Sie da jetzt nämlich an indirekt auch angesprochen haben, der rechnet ja beinhart mit der FPÖ ab. Letzte Woche ist er aufgetreten, hat sie als Funktionärstruppe bezeichnet, teilweise als Nattern, ihre Parteifreunde, die an seiner Brust gezuzelt haben und ihn dann von hinten gebissen haben. Ist das nicht besonders heftig, was da jetzt abgeht? Ich meine, ich glaube, wenn wir vor einem Jahr gesprochen hätten, hätten Sie den HC Strache noch in allerhöchsten Tönen gelobt, oder? Wir waren alle überrascht und betroffen zugleich nach dem, was passiert ist. Ich verfolge jetzt aber nicht die Aussagen, weil ich einer Meinung bin und das ist, man sollte sich nicht zu viel in der Politik mit sich selbst beschäftigen. Man muss sich damit beschäftigen, wie man ein Programm für Österreich auf die Beine stellt und wie man für die Menschen in dem Land da ist und nicht mit internen Querschüssen oder ähnliches. Und unser Gegner bei der Wien-Wahl wird auch nicht HC Strache sein. Unser Gegner bei der Wien-Wahl muss sein, das rot-grüne System, in dem so viele Bürger verlieren und auf der Strecke bleiben. Aber der HC Strache nimmt Ihnen natürlich am meisten Wähler weg, muss man auch sagen. Wenn der bei der Wien-Wahl antritt und danach schaut es momentan aus, dann ist, glaube ich, unbestritten, dass der freiheitliche Wähler ansprechen wird und will. Also er hat uns, glaube ich, in der jetzigen Phase bei diesen Wahlen schon sehr viele Wähler nicht weggenommen, sondern dafür gesorgt, dass sie zu Hause bleiben. Schauen wir mal, ob er antritt. Aber wie gesagt, wir beschäftigen uns nicht mit
Kleinstparteien mehr da wird es wirklich zutreffen, die jetzt entstehen. Ich sehe HC Strache auch definitiv nicht als Feind oder als Gegner. Unser Feind muss das rot-grüne System in Wien sein und niemand anderer. Und der Kampf gegen diesen Moloch, der da in Wien in der Bundeshauptstadt vorherrscht, der wird hart genug und da brauchen wir uns mit irgendwelchen Blödheiten oder Querschüssen nicht beschäftigen und wir lassen uns auch sicher nicht in Geiselhaft nehmen. Aber was gescheit denn HC Strache so zu verärgern und damit im Endeffekt in diese Gegenkandidatur zu treiben? Hätte man das nicht irgendwie ein bisschen geschickter lösen können aus FPÖ-Sicht? Man kann vieles mutmaßen, warum die Lage jetzt so ist, wie sie ist. Der Grundauslöser der Lage war aber nicht dann in der Beurteilung den Wochen danach, sondern das wurde früher gesetzt, leider durch die Skandale. Aber ich trete da auch nicht nach, heute nichts davon. Im Nachhinein ist das immer schwer zu beurteilen, was wäre, wenn zu sagen. Wichtig ist es, dass wir uns auf die Menschen auch in Wien, in dieser Stadt konzentrieren und nicht mit uns selbst die ganze Zeit Probleme wälzen. Sie müssen ja als Generalsekretär da jetzt auch in der Partei aufräumen und unter anderem ja wahrscheinlich sich auch mit diesen Spesenvorwürfen beschäftigen, die es gegen HC Strache gibt. Liegt das jetzt bei Ihnen? Nein, das liegt bei uns einen Juristen. Meine Aufgabe ist ganz klar, das ist eine Koalition mit den Menschen in diesem Land zu bilden und zu gründen und wirklich auf der Seite der Bevölkerung für ein besseres Österreich zu kämpfen. Und wie gesagt, mit diesen Vorwürfen, dafür gibt es Juristen, das ist nicht mein Fokus. Aber erwarten Sie sich, dass dann noch neue Dinge ans Licht kommen? Das wird man sehen, was da noch daherkommt. Aber wie gesagt, unser Fokus liegt nicht in der Beschäftigung mit uns selbst, mein Fokus auch nicht, sondern der muss liegen, starker Partner der Bevölkerung zu sein. Und das kann man nicht im stillen Kämmerchen, das muss man bei den Menschen auf der Straße machen. Und das hat jetzt momentan wirklich Priorität 1. Jetzt hat ein Parteikollege von Ihnen, der Tiroler FPÖ-Chef, gesagt, der HC Strache braucht einen Exorzisten, dem muss man den Teufel austreiben. Was sagen Sie dazu? Das habe ich auch nicht verfolgt. Aber das Statement werden Sie nämlich schon verfolgt haben, das war in allen Medien. Ich war jetzt bis Sonntag im Intensivwahlkampf für die Menschen in Wiener Neustadt. War erst danach. Bin seitdem intensiv in Koalitionsverhandlungen. Wir drucken da ziemlich aufs Tempo. Habe ich nicht verfolgt, würde ich so nicht ausrichten. Jetzt gibt es auch Wirbel um den Besuch Ihres Clubobmanns Herbert Kickl bei der AfD. Da dürften einige in der FPÖ nicht ganz so glücklich drüber gewesen sein, dass er 2 Tage nach Deutschland zur AfD-Führung gereist ist. War das geschickt? Wird damit die FPÖ nicht zunehmend als radikale, als noch radikalere Partei positioniert? Nein, gar nicht. Also der Besuch war wichtig und ich sehe auch keinen Wirbel dahinter. Die Linie ist klar. Wir haben verschiedene Bündnispartner auf EU-Ebene, da gehört die AfD dazu. Und es ist wichtig, dass man auch als stärkste Oppositionskraft in Österreich mit der stärksten Oppositionskraft in Deutschland sich ansieht, welche Parallelen gibt es, welche gemeinsamen Herausforderungen gibt es, zum Beispiel im Zuwanderungsbereich, im Kampf gegen die Schlepperei, im Kampf gegen die Migrationsströme. Und da ist es wichtig, dass sich Parteien in Mitteleuropa auch vernetzen und das werden wir auch weiterhin so handhaben. Also Sie haben da kein Problem mit der AfD, weil die AfD ja doch immer wieder, muss man sagen, am ganz rechten Rand nicht nur anstreift, sondern da definitiv auch Berührungspunkte da sind. Das haben in Deutschland viele Politiker versucht, auch mit dieser Diktion die AfD mundtot zu machen. Der Herr Bosbach, also der CDU-Politiker, hat gesagt, das funktioniert so nicht mehr, wir müssen beginnen mit der AfD zu reden. Und wenn das die CDU bereits sagt in Deutschland, dann finde ich, dass wir das als FPÖ in Österreich auch machen können. Und es ist wichtig, einen starken Partner und eine starke Oppositionskraft zu haben. Das heißt, Sie wünschen sich künftig auch eine engere Zusammenarbeit mit der AfD? Die Zusammenarbeit auf EU-Ebene funktioniert prächtig. Jetzt gilt es auszuloten, welche weiteren Schritte zur Zusammenarbeit gilt es zu setzen. Und da verlasse ich mich voll auf unseren Clubobmann Herbert Kickl, der ein sehr gutes Gespür hat, wie es in die richtige Richtung geht. Man muss auch sagen, auch Ihre Bestellung war ja nicht unumstritten. Als das bekannt wurde, dass Sie FPÖ-Generalsekretär werden, gab es viele Medienberichte über eine Rede von Ihnen, wo Sie die lieben Identitären begrüßt haben. Ist das nicht aberwitzig? Ich begrüße bei mir in Wiener Neustadt, wo das damals war, und generell als Politiker jeden Bürger, der sich am Boden des Rechtsstaates bewegt. Ich differenziere nicht aus einer moralischen Selbstüberhöhung heraus Bürger in gute Bürger und schlechte Bürger oder Ähnliches. Da gibt es Grundrechte in unserem Land und in der Demokratie, die mir sehr wichtig sind. Das ist meine Haltung. Das hat nichts mit einem Naheverhältnis zu tun, sondern wirklich mit der Grundhaltung, dass alle Bürger gleich behandelt gehören.
Aber es hat gerade Ihr Parteichef Norbert Hofer immer wieder versucht, sich abzugrenzen von den Identitären. Sie begrüßen die Identitären sogar bei einer Veranstaltung. Heißen Sie willkommen? Wie soll denn das zusammenpassen? Ich bin grundsätzlich höflich erzogen und begrüße jeden, den ich begegne. Ich weiß nicht, wann Sie das beobachtet haben, auch hier am Weg ins Studio. Mhm. Das passt sehr gut zusammen. Es gibt auch eine klare Beschlusslage. Aber Sie haben ja nicht jeden namentlich erwähnt, der sich da nämlich an bei dieser Veranstaltung befunden hat, oder? Es gibt eine klare Beschlusslage, die sagt, dass man nicht gleichzeitig aktiv bei den Identitären sein kann und eine Funktion in der FPÖ ausüben kann. Das finde ich richtig. Das heißt, es ist eine klare Trennlinie gezogen. Aber ich verwehre mich dagegen, dass man Bürger in zwei Klassen aufteilt und das aus einer völligen moralischen Selbstüberhöhung und Willkür heraus, die nichts mit unserem Rechtsstaat zu tun hat, die sogar gefährlich ist, weil das sind dann totalitäre Tendenzen, wenn man über den Rechtsstaat hinaus die Bevölkerung beginnt abzuqualifizieren. Haben Sie jemals eigentlich persönlich an die Identitären gespendet? Nein, nie. Niemals. Was halten Sie davon, wenn es FPÖ-Funktionäre oder Politiker gibt, die das gemacht haben? Gehören die ausgeschlossen? Also ich kenne einen Fall in Amstetten, die das gemacht haben und Ähnliches. Man wird sich den Einzelfall anschauen müssen, was passiert ist. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich kein Problem ist. Und die Beschlusslage sagt auch, aktiv zu sein bei der Identitären Bewegung ist ausgeschlossen. Und wer jetzt wofür spendet, das kontrollieren wir bei 60.000 Mitgliedern gar nicht. Und so eine Kontrolle wäre auch gar nicht möglich. Ich kann ja nicht jedes Konto für 60.000 Leute öffnen. Das können nicht mal die Gerichte in dem Land. Und das will ich auch nicht, weil das wäre auch eine Entwicklung, die nicht in Ordnung wäre. Aber Sie wollen keine Identitären bei der FPÖ? Es gibt eine klare Beschlusslage. Aktiv identitär und Funktionen der FPÖ ist gleichzeitig unvereinbar. Es sind übrigens zwei politische Gruppen. Ich kann auch nicht gleichzeitig bei der FPÖ und bei den Grünen aktiv sein. Mhm. Abschließend noch zu diesem Thema. Jetzt kämpft die FPÖ, muss man sagen, immer wieder mit diesen Einzelfällen. Da gibt es zigfache Beispiele, die da in den letzten Jahren auch wieder aufgekommen sind. Warum passiert das immer wieder bei der FPÖ? Warum kann sich die FPÖ dann nicht klarer abgrenzen? Also Sie sagen es richtig, es sind Einzelfälle und wenn wirklich ein Einzelfall... Genannt. Sie haben es gerade so genannt. Ja, ich habe es so wiedergegeben. Ja, und jeder Einzelfall, der wirklich einer ist, ist einer zu viel. Das haben wir in Losdorf gezeigt. Da habe ich persönlich als Landesparteisekretär, was ja im Grunde der Generalsekretär auf Landesebene ist, sofort gehandelt und den Herrn innerhalb weniger Minuten bereits ausgeschlossen. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben und mit solchen Dingen. Man muss auch schon aufpassen, wenn Einzelfälle nur konstruiert werden. Ich erinnere nur an viele Dinge wie das Ali-Video oder Ähnliches, wo man uns versucht, einen Einzelfall unterzujubeln und irgendetwas zu konstruieren, teilweise leider Gottes auch zu manipulieren. Und da bin ich aber auch Schutzschild für unsere Funktionäre. Unsere Funktionäre sind kein Freiwild von Medien oder Ähnliches, da stelle ich mich dazwischen. Und wir werden uns jeden Fall genau ansehen, wiewohl, dass wir echte Einzelfälle sehr ernst nehmen und auch sofort handeln, wie ich selbst gezeigt habe. Der Arzt Strache hat letzte Woche gesagt, er will mit dem Nazi-Scheiß der FPÖ nichts mehr zu tun haben. Wie gesagt, ich verfolge nicht, was HC Strache sagt. Sei ihm unbenommen, er ist ein freier Bürger, er darf sich frei äußern. Das ist freie Meinungsäußerung und dabei wünsche ich ihm alles Gute. Ja, aber ärgert Sie das, wenn er sagt, dass das ein Nazi-Scheiß ist, die FPÖ? Na, wie gesagt, ich verfolge es nicht mal, weil ich beschäftige mich nicht mit uns selbst. Ich beschäftige mich nicht mit Zurufen, sondern ich beschäftige mich damit, die einmal aufzukrempeln, für die Menschen in dem Land da zu sein, wirklich Heimat, Schutz, Soziales, mir ist ja Sozialstadtrat, war mir das in der schon immer wichtig, und Fairness wieder in unser Land zu bringen. Und bei dem Linksruck in der Republik, was ja einen Sicherheitsanschlag darstellt, ich glaube, ich bin das letzte Mal bei Ihnen gesessen, mit der Messer, nach der Messerattacke in Wiener Neustadt und habe noch gesagt, wenn Schwarz-Grün kommt, dann gute Nacht Österreich. Jetzt sehen wir, in welche Richtung dass es sich bewegt. Sicherungshaft, sagte der Kollege Raimund selbst, also die Bundesregierung selbst schon, war nur ein Marketing-Satz im Regierungsprogramm. Also da wird es eine starke FPÖ brauchen, das ist eine Knochenarbeit. Daran werden wir festhalten und daran werden wir auch zukünftig gemessen werden. Und diesen starken Partner als freiheitliche Partei wird die Bevölkerung auch noch brauchen. Jetzt sehen Sie diese neue Bundesregierung naturgemäß sehr kritisch, türkis-grün oder schwarz-grün. Jetzt kann man sagen, warum hat die FPÖ dann von vornherein ausgeschlossen, dass sie in eine Koalition geht? Warum haben sie nicht ernsthaft verhandelt? Schauen wir uns das doch wirklich mal an, wie die Realität war. Die ÖVP hat uns in Wahrheit die Tür ja schon vorher zugeschlagen, weil sie gesagt hat, mit dem Ja, mit dem Na und uns das Personal diktieren wollte. Ich verhandle auch gerade mit der ÖVP, bei uns läuft das anders, bei uns läuft das geradliniger.
teilweise in Wiener Neustadt gerade, aber auch in Wiener Neustadt würde ich mir das Personal nicht diktieren lassen, weil so kann eine Partnerschaft nicht entstehen, wenn nicht wirklich zwei gleichberechtigte Partner mit am Tisch sitzen. Und wir haben gesagt, dass wir natürlich, bevor dieses grüne Experiment kommt, auch zur Verfügung stehen, sollte das scheitern, aber dann nur zu unseren Regeln und unseren Richtlinien. In Wiener Neustadt wollen Sie eine türkis-blaue Koalition? Ich will in Wiener Neustadt eine Koalition. Wir hatten eine bunte Koalition mit allen Parteien, die in den Gemeinderat einziehen, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man als Politiker Geld dafür bekommt, dass man also ein Mandat annimmt, dann hat man auch für die Bevölkerung Verantwortung zu übernehmen und zu arbeiten. Die Grünen haben sie leider schon verabschiedet. Ich hoffe jetzt auf eine Zusammenarbeit zwischen Schwarz, Blau und Rot. Es gibt noch viel zu tun. Die Roten können ruhig ein bisschen mithelfen, den Scherbenhaufen, den sie über Jahrzehnte angerichtet haben, mit aufzuräumen in Wiener Neustadt. Und ich lade da wirklich jeden ein, mitzumachen, damit was weitergeht in unserer Stadt. Abschließend noch, jetzt gibt es in der FPÖ eine Führungsdebatte zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickl. Sie sehen das anders. Scheinbar es ist diese Doppelspitze, wo sich irgendwie keiner auskennt, wer da jetzt wirklich die Fäden sieht. Wer ist denn eigentlich jetzt Ihr Chef von den beiden? Also mein Chef ist der Bundesparteiobmann in der FPÖ, aber mein echter Chef ist der Österreicher und die Österreicherin, weil die haben uns zu sagen, in welche Richtung wir zu gehen haben. Für die haben wir Probleme zu lösen und ich sehe auch keine Führungsdebatte oder Ähnliches. Wir haben einen grandiosen Bundesparteiobmann mit Norbert Hofer. Wir haben einen grandiosen Clubobmann im Parlament mit Herbert Kickl, der die FPÖ in der Opposition stark führen wird und wirklich auch Schutzschild sein wird im Parlament auf der Seite der Bevölkerung. Und wir haben über 60.000 Mitglieder, die es wieder gilt zu stärken und auf Augenhöhe für die Bevölkerung zu arbeiten zu lassen und gemeinsam zu arbeiten. Und deshalb sehe ich da positiv in eine Zukunft. Und von diesen Konstrukten, also heute doch relativ wenig, finde ich amüsant, um ehrlich zu sein, aber solche Debatten gibt es bei uns absolut nicht. Aber dass Sie der Mann vom Herbert Kickl in der Parteizentrale sind, das sehen Sie nicht so, weil das wurde ja gemutmaßt, dass Herbert Kickl, der sozusagen mit Ihnen jetzt als Generalsekretär endgültig die Macht in der Partei übernimmt. Ich habe viel gelesen in den letzten zwei Wochen, seitdem ich designiert bin, zum Beispiel, dass ich Salzburger bin, obwohl ich nur in Salzburg geboren bin, weil die Politik, die Obersteiermark, wo ich ursprünglich her bin, so strukturschwach im Gesundheitswesen aufgebaut hat, dass halt einfach im nächsten Bundesland die erste Geburtenstation war. Aber das ist genauso eine Geschichte, die da konstruiert wurde, wie viele andere in den letzten zwei Wochen. Aber Sie verstehen sich gut mit Herbert Kickl? Ich verstehe mich natürlich mit allen in der Parteiführung gut. Wichtig ist es, dass wir jetzt alle an einen Strang ziehen, weil nur so können wir wirkliche Kraft entwickeln, damit es für die Menschen in dem Land wieder nach vorne geht. Und für die geht es nur nach vorne mit einer starken FPÖ. Herr Schneiditz, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir werden sicher noch weitere Folgen jetzt in Ihrer neuen Funktion. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht es weiter mit einem spannenden Duell links gegen rechts. Und zwar zwei Wissenschaftler. Einerseits Werner Gruber, Österreichs bekanntester Physiker und sagt über sich selber bekennender Sozialdemokrat. Und auf der anderen Seite Markus Franz, das Enfant terrible, wenn man so will, auf Twitter für seine, sage ich einmal, immer dem rechten Lager zuzuordnenden Tweets sehr bekannt. Und mit den beiden Herren spreche ich gleich. Einerseits über den Wahlsieg von Hans-Peter Doskozil und was das jetzt für Auswirkungen auf die SPÖ hat. Ist das die erhoffte Trendwende für die SPÖ oder eben nicht? Und wir sprechen über den Coronavirus und eine Impfpflicht. Was sagen die beiden Herren dazu? Wie gesagt, ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück mit Werner Gruber und Markus Franz.